Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoschau im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Lohma. In der dritten Märzwoche erhielt die Kindertagesstätte am Burghof in Troisdorf die Auszeichnung zum Haus der kleinen Forscher. Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski und Heike Brüggemann-Prieshoff von der Stiftung Haus der kleinen Forscher überreichten Kita-Lehrerin Stefanie Kirsten die entsprechende Plakette und Urkunde. Alle Kinder und auch einige Eltern waren bei der Verleihung mit anwesend. Laut Stefanie Kirsten haben die Anstrengungen im Bereich frühkindlicher Bildung ihren Ursprung in den Grundsätzen der Einrichtung. Ja, es hat ein Stück weit mit der Pädagogik unseres Hauses zu tun. Wir arbeiten orientiert an der Reggio-Pädagogik, die kommt aus Norditalien und zielt sehr auf die Bedürfnislagen der Kinder ab. Und im Rahmen dieser Pädagogik gehen wir immer davon aus, dass Kinder mit Herz, Hand und Verstand lernen müssen. Und wir alle haben zum Teil ja negative Erfahrungen mit Naturwissenschaften gemacht, erinnern uns eigentlich eher ungern an unsere Schulzeiten. Und wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, unsere Kinder sollen positive Erfahrungen mit experimentieren, mit forschen machen und damit auch entspannter quasi in der Schule starten können, weil sie einfach positive Erinnerungen an das Ganze haben. Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski begrüßt die Vielfalt der städtischen Kindertagesstätten. Also ich freue mich immer, dass die Kindergärten sich hier mit einem besonderen Profil auszeichnen hier, wie jetzt hier das Haus am Burghof mit dem Haus der kleinen Forscher. Gleiches macht der Kindergarten in Altenrath. Wir haben aber auch Kindergärten, die sich im künstlerischen Bereich auszeichnen. Die gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Forscher engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von Kindern in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Dabei wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.